So, die unterschiedliche Herangehensweise in der Energiewende in den USA und Europa, würde ich sagen, ist, ich habe das heute eingangs schon erwähnt, es ist ein bisschen experimenteller in den USA. Wir haben auch wirklich mehr Probleme in den USA. Wir haben überalterte Energienetze, Stromnetze. Das hat einfach, und eine Ressourcenknappheit, speziell in Kalifornien, das dazu führt, dass die Leute über das einfach mehr nachdenken und es einfach einen viel höheren Stellenwert hat, als wir es derzeit in Europa kennen. In Europa diskutieren wir über Netzausbau. In den USA ist es eher, wie kann der Netzausbau verhindert werden? Und es hängt auch damit zusammen, wie die einzelnen Energieversorger aufgestellt sind, also ob sie private Energieversorger sind oder verstaatlichte. Und die Energieversorger einfach nicht das Geld investieren wollen und können, weil sie es lieber ausschütten wollen zum Beispiel, und deshalb bei der Energiewende sehr stark auf die Dezentralisierung setzen, die wir in Europa weniger sehen, weil wir eigentlich den derzeitigen Zustand Großkraftwerke fortschreiben und die Energiewende sich hauptsächlich beim Energieversorger abspielt. In Kalifornien ist es so, dass wir einfach auf die Probleme offen zugehen und nicht so lange sie diskutieren. Also es ist einfach der Zyklus viel kürzer, um diese Probleme zu lösen. Wenn ein Problem ist, dann gehört es gelöst. Und wenn es nicht lösbar ist, dann sollte man weitermachen mit etwas anderem. Und wir diskutieren einfach sehr lange um Probleme herum in Europa und das passiert in Kalifornien einfach nicht. Schneller agieren und nicht über Strategien nachdenken, wie man die Energiewende abwenden kann. Es ist nämlich nach wie vor so, dass viele Konzerne darüber nachdenken, wie man bestimmte Dinge verhindern kann, anstelle dass man es akzeptiert und auf diese Probleme aktiv zugeht und neue Märkte generiert. Ja, weil wir nach wie vor in einer stabilen Situation sind in Europa. Die Netze sind gut ausgebaut, nach wie vor, wir haben keine Blackouts, wir haben keine Ressourcenknappheit. Und damit ist der Druck einfach nicht so groß, über diese Dinge nachzudenken. Man weiß zwar, man muss etwas machen, aber dann macht man halt eine Forschungsstudie und es wird schon irgendwie weggehen oder es wird anders kommen, als man es geglaubt hat. Diese Dinge sind einfach anders in den USA, weil die Probleme wirklich schon existieren. Die Netze sind über 100 Jahre alt, das heißt, man versucht wirklich nicht in Netze mehr zu investieren, weil es keinen Sinn mehr macht. Und in Kalifornien ist es einfach die Innovation. Ja. Was mir aufgefallen ist, sind halt bestimmte Leute, die nach Kalifornien gehen, die wollen etwas bewegen, gehen aus Europa weg, gehen aus anderen Ländern weg. Und es ist eigentlich so, dass Immigration eine große Unterstützung für dieses Thema ist, weil wir eigentlich in Kalifornien die besten Leute aus allen Ländern bekommen und die an einem Ziel arbeiten, während wir in Europa sehr stark regional denken und eigentlich diese Durchmischung mit neuen Ideen nicht haben. Und das fehlt eigentlich in Europa und das ist der große Vorteil, den wir in Kalifornien haben, dass wir einfach so viele verschieden denkende Leute haben, die dann einfach gemeinsam an einem Ziel arbeiten und das dann auch erfolgreicher ist, schneller durchgeführt werden kann. Und das andere ist natürlich, es ist sehr geldgetrieben, man hat große Investoren und am Ende des Tages muss alles Geld abwerfen und wir machen nicht EU-Projekte oder Papierstudien wie in Europa, sondern es geht darum, wirklich Investitionen zu tätigen und dann gewinnbringend wieder das Geld zu fließen zu haben. Und das ist ein sehr großer Unterschied im Vergleich zu Europa. Also wie bringt man große Konzerne umzudenken? Ich glaube, das funktioniert nur über das Geld. Und als Beispiel kann man jetzt indirekt die Automobilindustrie hernehmen. Hätten wir zum Beispiel keinen Tesla in den USA, dann würden wir wahrscheinlich auch in Europa oder in Deutschland nicht Elektromobilität sehen. Also ich sage jetzt nicht, dass Tesla alles verändern wird, aber sie sind der Treiber hinter diesem Ganzen und diese Treiber existieren in Europa nicht. Also die Autoindustrie hat sich umstellen müssen, weil sie den Druck gespürt hat. Sonst hätte sie sich nicht umgestellt. Das heißt, es geht wirklich nur über den Druck. Und wir brauchen auch im Energiebereich wahrscheinlich Start-up-Firmen und neue Firmen, die einen Druck aufbauen und Marktanteile den Energieversorgern wegnehmen, damit sie zum Reagieren beginnen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Geschwindigkeit. Diese Themen, die wir heute angesprochen haben hier in Deutschland, sind eigentlich schon aus der amerikanischen Sicht vielmals ausdiskutiert worden. Das heißt, die Geschwindigkeit. Nicht? Man muss einfach aktiv wirklich diese Themen behandeln und vorausschauend handeln. Und es gilt das Gleiche, wie vorher gesagt, man muss ein bisschen die Scheu verlieren, schneller agieren und etwas machen, bevor man es zu Tode diskutiert. Weil sonst, wie wir es heute gehört haben, haben wir einfach nicht die Zeit, auf diese neuen Veränderungen einzugehen. Weil sonst einfach die Veränderungen zu schnell kommen und wir eigentlich nicht die Normen, Rahmenbedingungen, rechtliche schaffen, damit wir diese Technologien überhaupt verwenden können.
Also ich bin heute das erste Mal hier und ich bin eigentlich begeistert von der Vielfalt der Themen. Also ich habe mir eigentlich gedacht, es wird viel mehr über Normen gesprochen, aber was man so wirklich gesehen hat, es geht wirklich um die Strategien und weniger um die Details, die für mich persönlich jetzt nicht so interessant gewesen wäre. Aber es ist einfach ein Impulsgeber, um über Dinge nachzudenken und wie wir heute diskutiert haben, es kann nicht nur die Elektrizität eine Rolle spielen, es muss eine sektorale Kopplung geben und es ist sehr interessant zu sehen, dass auch diese Themen bei der Elektrotechnik angekommen sind, dass wir über ökonomische Themen reden, über Regulierungsthemen und so weiter.